Wer kommt jetzt? Dwarf Priester, okay. Ja. Stirb, Kreatur. Oh je. Dwarf Krieger, die sind nicht so schön. Auf geht klar. Bist du jetzt eine... Ah, ne, du bist nur ein Krieger. Das Gute ist heute auf unserer Seite. So, war's das jetzt? So, so, ihr habt also die Rache überlebt. Ich nicht, aber dann wisst ihr doch um einiges besser als ich, wie man tötet. Merkwürdig ist, dass immer mehr Blut an euren Händen klebt, je länger ihr überlebt. Und die Rache findet kein Ende. Oder doch? Ich warte. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Besondere Fähigkeit erlernt, Einsprengsel. Ja, Einsprengsel. So, damit habe ich den Raum gesäubert, so wie es aussieht. Er sieht jetzt auf jeden Fall strahlender aus. Ich war keine große Herausforderung. Und ich habe einen Stufenaufstieg. Mal wieder ein. Muss ich mal gucken, was das die maximale Erfahrung, weil es gibt kein Max-Level. In Baldur's Gate gab es ja auch in Baldur's Gate 1 nicht, sondern es gibt nur eine Max-Erfahrung. Muss mal gucken, was das ist im zweiten Teil. Stufenaufstieg. Priesterzauber 1 und 6 ist okay. Trefferpunkte. Ich krieg keine zusätzliche Waffenfähigkeit. Brauche ich eigentlich auch gerade nicht. Weil leider kann ich keine Schwerter benutzen, was ich gern würde. Massenerweckung brauche ich nicht unbedingt. Implosion. Ein Wesen. Der Zauber erzeugt eine Spalte unter den Zielen, die er stürzt. Kurz darauf schließt sich die Spalte in Form einer Implosion, wodurch der Zauber zerquetscht und verbrannt wird. Das Würfel wird einen Umfang festgehalten und erleidet 1 wie 10 Schadenspunkte durch Feuer. Hm. Gefallene Devak brauche ich nicht rufen. Klingenkugel, Elementarschwarm, Sturm der Vergeltung und Energiekling. Nö, dann doch lieber Implosion. Und wenn ich mal raten dürfte, die Implosion ist keine Fähigkeit. Sondern ich habe sie jetzt hier in meinem Zauberbuch wahrscheinlich ganz hinten, oder? Ja, da wäre Implosion. Gut, ich habe aber Zauber von Stufe 5 und 6 gekriegt. Und hier habe ich auch noch einen Zauber offen. Heilung mal. Fluchbrechen brauche ich nämlich nur ein einziges Mal, wenn ich es überhaupt brauche. Vereinte Kräfte. Lieber mehr Heilung. Leid. Aura des flammenden Todes. Die habe ich hier schon mal drin, gell? Ja, die soll ich mal benutzen. Also hier eine Instant-Heilung noch rein. So. Bei Yahira ist das leider noch nicht so viel. Wobei er, wie es heißt, voll. Gut. Fragt nur. Kann man einen Blick auf die Weltkarte werfen? Ja. Das ist die neue Weltkarte. Die wachende Festung steht jetzt hier. Wir sind also irgendwo südlich von Arm. Und die wachende Festung habe ich ja beim letzten Mal ausgelassen. Vielleicht ist es das erste, was wir uns angucken werden.
Entweder in diesem Akt oder schon im nächsten, wenn wir ein bisschen mit der Story weitergemacht haben. Wir haben aber auf jeden Fall jetzt die erste Prüfung bestanden, denke ich mal. Ja. Ja, Sarivok hat mich über zwei wichtige Aspekte des Einsprengsels informiert. Zuerst gibt es da eine Herausforderung. Es gibt 5 Gänge, die vom Hauptraum fortführen. Und ich bin mir sicher, dass sie sich öffnen werden, wenn ich bereit bin, mich dem zu stellen, was dahinter auf mich wartet. Wie diese Herausforderungen aussehen werden, kann ich nicht sagen. Sarivok hat auf jeden Fall angedeutet, dass die Herausforderungen nicht einfach werden würden und dass ich mir auf jeden Fall Verstärkung besorgen sollte. Und damit sind wir auch schon beim Geist des Schicksals. Ich weiß wirklich nicht, wie es dieser Geist des Schicksals bewerkstelligt, aber scheint das Schicksal jener Leute kontrollieren zu können, deren Schicksal mit dem meinigen verbunden ist. Der Geist des Schicksals kann Gefährten für mich beschwören. Es sind keine Diener, aber vielleicht Freunde. Um den Geist des Schicksals zu sprechen, muss ich ihn nur ansprechen. Er befindet sich nahe des Eingangs der Ebene. Ja, jetzt kann ich hier raus. Und lade mitten auf einem Schlachtfeld, oder wie? Der General ist zu beschäftigt, um sich mit einfachen Bürgern zu treffen. Geht einfach nur ruhig weiter. Und niemanden wird etwas verschicken. Soldat Ilkans, aha. Diese Leute vertreten die Anliegen der ganzen Stadt. Ich bitte euch, guter Soldat, hört euch ihre Anliegen. Unsere Nahrung ist beinahe vollständig aufgebraucht. Die Kinder schreien vor Hunger. Euer Meister muss unsere Bitten einfach anhören. Mhm. Die Notlage des gemeinen Volks interessiert, kommen ihr Ilkan. Zerstreut euch, Bürger. Wenn ihr wisst, was für euch gut ist, kehrt ihr in eure Häuser zurück. Die Armee vor den Mauern der Stadt wird uns sicherlich alle töten. Euer Meister kann uns nicht einfach so den Rücken zukehren. Macht die Tore frei. Ich warne euch nicht noch einmal. Drohungen sind keine Antwort auf diese Situation. Wenn jeder einen kühlen Kopf behält, können wir zusammenarbeiten und eine Lösung finden. Scheinbar nicht. Unsere Befehle sind klar. Sorgt dafür, dass sich diese Bürger zerstreuen. Oder wir sorgen dafür. Niemand sollte übereilt handeln. Wir könnten vielleicht später wiederkommen, wenn es Gromir Ilkan besser passt, uns zu empfangen. Nein, Melisande. Wir werden uns diesmal nicht einschüchtern lassen. Wir bleiben hier, bis sie uns zu Gromir bringen. Wir verlangen, Gromir zu sehen. Bringt uns zu Ilkan. Mit euch Leuten kann man einfach nicht vernünftig reden. Ihr versteht wohl nur die Sprache des Schwertes. Ja, manchmal denkt man, ich mir wirklich, wie dumm sind Bauern. Die haben Waffen und Rüstung, ihr habt vielleicht Knüppel. Ich habe euch schon einmal aufgefordert, die Tore frei zu machen. Was jetzt passiert, habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Nein, steckt eure Waffen wieder weg. Das ist doch nicht notwendig. Was soll das? Ein Kind Bals taucht aus dem Nichts auf? Unmöglich! Eindringlinge! Spione! Die Mauern sind gefallen! Eigentlich nicht. Öffnet die Eindringlinge! Angriff! Nein, wartet einen Moment. Es könnten auch Verbündete sein, die gekommen sind, um uns zu unterstützen. Halt nicht auf ihre Tricksereien! Tötet sie alle! Die Götter sollen entscheiden, was mit ihren Seelen zu tun ist. Ja. Wir kommen hier. Ich warte. Oh, ich zeig euch einen richtigen Kampf. Euch zu Wir kommen. Wenn ich der Gruppe, weil ich warte auf euch, aber gerne. Für die Gefallenen. Ist was los? Im Eulenbogen. Okay, okay. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ich bin schon ohne meine Wunden. Wenn ihr Hilfe aufrecht. Könnt ihr mir hier meine Wunden. Danke. Seid ihr gegrüßt. Ich bin Melissa. Freut. Seid in Saradush willkommen.
Es tut mir leid, dass eure erste Begegnung in dieser Stadt so blutig. Woher kennt ihr meinen Namen? Ich habe die Ereignisse, die sich in eurem Leben zutragen, genau beobachtet, Lisa. So wie ich es auch bei allen anderen Nachkommen des Fürstes Mordes tue. Ich habe gesehen, wie viele eurer Brüder und Schwestern in den letzten Monaten getötet wurden. Ihr habt mich beobachtet, zu welchem Zweck? Warum sind die Kinder Bals für euch so interessant? Meine Brüder und Schwestern wurden ja vielleicht getötet, aber ich bin nicht so leicht zu besiegen. Nehmen wir mal die zwei. Man könnte mich als eine Beschützerin bezeichnen. Es fällt mir kein besserer Begriff ein. Ich kenne die Prophezeiung von Alaundo. Ich weiß, dass manche der Ansicht sind, dass sie sich auf die Rückkehr Bals in die Reiche beziehen. Indem ich mich aktiv um euch und andere Nachkommen Bals kümmere, hoffe ich, die Rückkehr des Forstes Mordes in jeglicher Form zu verhindern. Also seid ihr nichts weiter als eine weitere Figur, die sich ins Schicksal der Balkinder einmischt? Ich weiß nicht, wie ihr hierher gekommen seid, Talisa, aber ich befürchte, dass ihr wie wir anderen hier gefangen seid. Gefangen, das Gefängnis, das mich halten kann, muss erst noch erfunden werden. Gefangen durch wen? Ich werde einen Weg aus dieser Stadt finden. Ich nehme mal an, es wird meine Aufgabe sein, alle anderen aus dieser Falle zu befreien. Durch wem gefangen? Vor dem Mauern von Saradush wartet die Armee von Yagashura. Sie belagert diese Stadt. Sie wollen den Tod aller, in deren Adern das gleiche verdorbene Blut fließt wie in den euren. Gibt es denn keine Hoffnung, diesem Gemetzel ein Ende zu setzen? Zunächst müssen wir mit General Gromir verhandeln, dem Mann, der nun in der Stadt Saradush herrscht. Gromir ist ebenfalls ein Balkind und war einst ein mächtiger General. Ich brachte ihn und seine loyalen Leute hierher, um Saradush und alle Balkinder zu schützen, die hier Zuflucht gesucht haben. Aber Gromir ist verrückt. Er hat sich im Schloss jenseits dieser Truppen hinter mir verbarrikadiert. Seine Truppen marodieren in der Stadt ohne Rücksicht auf Leben und Rechte der Bürger von Saradush. Ein solcher Verrat soll mit dem Tod bestraft werden. Ich sollte die Mauern der Burg niederreißen und mit diesem Gromir für seine Feigheit töten. Ich mag den Stil dieses Gromir. Ja. Gromirs Aktionen haben zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Stadt geführt und es der loyalen Miliz in Saradush nahezu unmöglich gemacht, die Mauern zu verteidigen. Wir müssen erst den Feind im Inneren besiegen, bevor wir die Belagerung ein Ende setzen können. Ihr müsst einen Weg zu Gromir ins Innere der Schlossmauern finden. Vielleicht könnt ihr euch mit ihm ins Benehmen setzen. Doch ich fürchte, ihr werdet den General umbringen müssen, wenn Saradush überhaupt noch eine Chance haben soll. Das klingt, als würde mir eigentlich keine Wahl bleiben. Ich muss es wohl tun. Ich werde diesen Gromir töten, aber nur weil ihr mir versprochen habt, mir hinterher etwas über mein zukünftiges Schicksal zu verraten. Nehmen wir die 1. Später wird es vermutlich nicht so leicht sein, mich zu treffen, Talisa. Die Stadt leidet und ich verbringe meine ganze Zeit damit, diesen armen Leuten zu helfen, so gut ich kann. Wenn ihr noch eine Frage habt, solltet ihr sie besser jetzt stellen. Ja, ich möchte wissen, wer meine Feinde sind. Könnt ihr mir mehr über Yagashura sagen? Yagashura gehört zur Balbrut, Talisa. Vielleicht ist er sogar so stark wie ihr. Er und seine Armee werden nicht ruhen, bis jedes Balkind hinter diesem Mauern getötet wurde. Warum tötet ihr die anderen Balkinder? Bis ihr euch bewiesen habt, gibt es etliche Geheimnisse, die ich nicht enthüllen darf und die Leute, die ich geschworen habe, zu schützen, nicht zu gefährden. Wenn ihr eure eigene Haut vor Yagashura retten wollt, werdet ihr mir noch helfen müssen. Später wird es vermutlich nicht so leicht sein, mich zu treffen, ja. Kann ich irgendwo Vorräte und Ausrüstung bekommen? Verständlicherweise werden die meisten Leute nicht gerade darüber begeistert sein, dass so ein Kind bald in der Stadt aufgetaucht ist. Der Gastwirt der Stängel zum Baumstamm ist toleranter als der Großteil der anderen Bevölkerung. Auch im Tempel Vaukens wird man euch nicht abweisen. Ich hätte noch ein paar andere Fragen. Ja. Habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich in Gromniersburg gelangen könnte? Ich kann euch in dieser Beziehung keine guten Ratschläge geben. Gromnir hat selbst starke Magier auf seiner Seite, sodass man keine Chance hat, sich den Toren zu nähern. Ihr werdet einen anderen Weg nach drin finden müssen. Ich bete, dass es ihn überhaupt gibt. Ja, ich habe keine weiteren Fragen mehr, Melisandre. Melisandre, das Schicksal Saradush ruht auf meinen Schultern. Ich werde nicht zögern und nicht scheitern. Keine weiteren Bitten. Ich werde helfen, um euch wertvolle Informationen zu halten. Habt ihr eine Ahnung, wie lange wir noch Zeit haben, bevor die Mauern fallen? Die Belagerung könnte ein paar Tage, aber auch ein paar Monate dauern. Beeilt euch, Talisa. Möge Schicksal eure Mission gnädig sein. Was möchtet ihr? Ja.
Die waren recht stark und gut gepanzert, muss ich sagen, und haben Heiltränke dabei. Was gut ist.